Deutschland hat abgeschaltet, aber das Nachbarland Frankreich will den Bau neuer Atomreaktoren beschleunigen. Die Nationalversammlung in Paris hat jetzt ein Gesetz verabschiedet, das weniger bürokratische Hürden für den von Präsident Emmanuel Macron angekündigten Bau von 6 neuen Reaktoren bis 2035 vorsieht. Neben kürzeren Genehmigungsverfahren wird mit dem neuen Gesetz auch das seit 2015 geltende Ziel abgeschafft, den Anteil von Atomstrom bis 2035 von mehr als 70 bis auf 50% herunterzufahren. Außerdem wird die zum selben Zeitpunkt beschlossene Höchstgrenze für Atomstrom gekippt. Bisher lag diese bei 63 Gigawatt. Frankreich hat im Mai 2023, dem ersten vollständigen Monat nach dem Abschalten der deutschen Atomkraftwerke, nach Daten der Bundesnetzagentur rund 1,4 Millionen Megawattstunden Strom nach Deutschland exportiert. Macron begründet seine expansive Atompolitik damit, dass Atomkraft emissionsarm sei und zur unabhängigen Energieversorgung beitrage. Umweltschützer allerdings sind empört. Greenpeace sprach von einem Neustart der Atomindustrie, den Frankreich mit Gewalt durchsetze.